Hey Leute, zur nächsten Folge Derby Cup. Und wir sehen hier mein Team. Ich habe die Neuzugänge eingefügt. Und zwar haben wir jetzt Pablo Zabaleta mit einem 83er Rating, 75 Tempo, 76 Passen, 76 Dribbling, 84 Defense, 83 Physik. Auf jeden Fall ziemlich geil. Er ist jetzt nicht der schnellste, so wie davor Jettlin, aber dafür ist er so eine Wand. Also der hält die Spieler ganz schön weg. Hatte ich auch früher mal in meinem Hauptteam drin, genauso wie Diego Alves. Den hatte ich früher auch in meinem Hauptteam drin, bis der Team of the Season rauskam, der Second Inform. Ja, dann habe ich irgendwann den Team of the Season auch verkauft. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile gar kein Diego Alves mehr. Mittlerweile verwende ich, glaube ich, Sirigu. Doch, ich freue mich darüber, dass er wieder dabei ist, weil schaut euch die Stats an. Hechten 93, Ballsicherheit 80 und dann nochmal Reflexe 92 und Abschlag meine ich den 76. Auf jeden Fall, er hat sogar noch eine Chemistry-Karte, die ihn dann noch 2 Punkte mehr bei Hechten gibt. Also richtiges Beastball-Sicherheit natürlich auch und Abschlag. Abschlag finde ich auch ganz wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir mussten leider Pantelimon austauschen. Der hat mir auf jeden Fall saugut gefallen. Den werde ich ab sofort immer in mein Bronze-Team einbauen. Wenn ich wieder dazu komme, mir ein Bronze-Team, Silber, was glaube ich, Bronze, ein Silber-Team zu bauen. Und ja, vielleicht wollt es euch auch, vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall habe ich dieses Mal mein Mikrofonpegel auf doppelt so laut gestellt wie letztes Mal. Weil ich fand nämlich, letztes Mal war ich echt ein bisschen leise, also. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal ein bisschen lauter bin. Und ja, ist natürlich auch nicht ganz optimal, denn wir spielen mit einer Dreier-Chemie auf Diego Alves drauf und die Verteidiger haben auch nicht gerade so viel Chemie. Aber ich habe mal gehört, dass anscheinend das gar nicht so viel ausmacht, habe ich mal gehört. Und vor allem beim Torwart, ich glaube, der hält zwar ein bisschen weniger schon. Aber so wichtig wird das jetzt auch nicht sein. Wir brauchen, denke ich mal, auch nicht so viele Coins, um unsere Verteidiger jetzt noch abzugraden. Und ja, ich versuche auch hinzukommen, dass wir ein NLW bauen. Das heißt, ich muss Verteidiger-Duo nehmen mit einem Super-Strong-Link. Gleicher Verein, gleiche Nation. Ich glaube, manche von euch können euch schon vorstellen, was ich hier vorschlagen würde. Und ja, dann würde ich sagen, aber dass wir jetzt in unser erstes Spiel springen und dann sage ich bis gleich. So, Freunde, hier ist unser erster Gegner am Start. Er hat hier Martin sich vorne drin, der hat auf jeden Fall ziemlich viel Pace, ich glaube 90 oder sowas. Rechts hat er noch Musa, der hat auch richtig viel Pace. Also diese Spieler aus Nigeria sind alle so OP, auch Emenike und so. Ja, dann sehen wir hier noch ein paar andere Spieler aus der russischen Liga und ein paar aus der MLS. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Hybrid, so wie ich finde, hat auch eine 99er Chemie. Also geht das alles in Ordnung und dann würde ich sagen, ab geht's. Komm, ja, jetzt hier Touré. Schön nach vorne auf Reus, der bleibt hier stehen. Geht hier dann vorbei, noch einen Job vielleicht, zieht dann ab und wir bekommen unsere ersten 5K. Marco Reus haut den ganz trocken ins kurze Eck. Oh ja, ja, Touré, das Biest. Alter, oh mein Gott, jetzt nach vorne auf Sturridge. Nicer, nicer, Freunde, nicer Sturridge. Oh mein Gott, er haut den einfach mit dem schwachen Fuß wieder ins kurze Eck. Weitere 15k, Freunde, und jetzt haben wir schon 20.000 Münzen. Oh mein Gott. Lol, ich dachte, das wäre jetzt ein Foul gewesen. Dann habe ich extra nichts mehr gemacht. Oh mein Gott, Alter. Ah, Freunde, minus 10k. Wir haben nur noch 10.000 Coins. Alter, ich dachte in dem einen Moment schon mit Lahm, dass es jetzt faul wäre. Dann habe ich extra nichts mehr gedrückt. Vor allem, ich habe eigentlich sogar noch X gedrückt, aber hätte nicht mehr weggepasst. Und jetzt lässt der Typ das noch dreimal durchspielen, Alter. Richtiges Opfer. Ja, Junge, Alter. Nur weil der mit dem Pacey-Pace-Spieler hier einmal durchkommt, ein Tor macht, freut er sich richtig, das Opfer. Komm auf Rille, Alter. Jetzt kriegt der Junge das wieder zurück. Jetzt kriegt das wieder zurück. Jetzt kriegt das wieder zurück. Jetzt kriegt das wieder zurück. Und da hat es hier. Ja, Freunde, so muss das laufen hier. Direkt erstmal gekontert und jetzt drücke ich dem auch dreimal eine Animation rein, Alter. Der hat mich jetzt gerade so abgepackt. Hey, dem drücke ich die jetzt dreimal rein. Erstmal zurücklehnen. Ja, Freunde, ich spiele übrigens wo mein Bett aus. Also ich liege hier chillig im Bett. Ich spiele dabei einfach erstmal. Ich glaube, der Typ rückt sich gerade richtig auf. Oh ja, geil. So, jetzt haben wir es ihm dreimal gegeben.
gut, Freunde. Ich krieg gerade noch von seinem Abschluss. Plötzlich haut er uns einen rein. Wir kassieren wieder, aber wenn er jetzt nochmal dreimal durchlaufen lässt. Und er lässt es auch noch dreimal durchlaufen, denke ich mal. Ja, lässt er ernsthaft. Oh ja, Freunde, und sie ging einfach geraged, wird einfach so random. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ich glaube, wir haben ihn auch ein bisschen zu viel provoziert, aber er hat uns ja eigentlich genau gleich gut provoziert. Er hat einfach mal zweimal die... Nee, sogar... Nee, er hat nur zwei Tore gemacht, genau. Gut, er hat einfach nur zwei Tore gemacht. Hat dann einfach mal bei beiden die Sequenz richtig krass durchlaufen lassen. Er hat hier, glaube ich, auch ziemlich schlechte Spiele auf der Bank, wie ich gerade sehe. Ja, Freunde, das war's dann vom ersten Spiel. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich zum zweiten Spiel. Bis gleich. Wir haben unseren zweiten Gegner gefunden. Und es ist mittlerweile schon einen Tag vergangen. Ich spiele so gerade circa 12 Uhr noch. Ja, hier sehen wir, der Team hat hier Marco Reus, Mkhitaryan, Cuadrado. Ja, hier will ich jetzt nicht unbedingt alle Namen sagen. Auf jeden Fall was ein cooles Hybrid aus der BBVA und aus der Premier League, genau. Okay, haut ihr erstmal einen Double Touch Spin raus. Okay, das ist nicht schlecht, merke ich jetzt schon. Komm, Marco ist jetzt hier über dem Flügel. Marco Reus, oh, da haut er den schön rein. Oh mein Gott. Da haben wir richtig schlecht verteidigt. Oh, der kommt sogar durch. Der kommt sogar durch. Oh mein Gott, was ist hier los? Schön gemacht auf Alexis. In der Mitte ist Sturridge. Oh mein Gott, das war die Sturridge von Minho. Okay, unser Gegner kommt jetzt gerade richtig fett, Alter. Ey, der Typ geht rasiert gerade gegen den Strich mit Running Walker Walkers und so. Was geht bei dem ab? Sehr schön gemacht von Reus. Auf Sturridge. Sturridge, komm schon. Nice, 2:1. Weitere 50er und... Ja, ich hoffe, wir gewinnen das Spiel und bekommen durch den Sieg nochmal... Alter, wie sieht denn der eine Verteidiger von dem aus? Der sieht richtig Randy aus. Alter! Oh mein Gott, der perfekte Lupfer. Alter, jetzt werden wir richtig fett abgezogen. Storage? Ist ja schon 3:3, Freunde. Es ist noch nicht so weit. Oh, und er pfeift ab, Freunde, aber es geht noch in die Verlängerung und mal schauen, vielleicht gewinnen wir ja. Ab geht's. Ja, Freunde, doch nicht ab geht's. Und zwar war es so, dass die Aufnahme irgendwie gespackt hat, ab jetzt. Das heißt, es hat die Verlängerung und das Elfmeterschießen nicht aufgenommen, zu dem es kam übrigens. Und ja, ich habe Elfmeterschießen gewonnen, aber ich zähle das jetzt einfach nicht dazu. Das würde ja eh nicht jucken, weil ihr sehen könnt, dass die Upgrade-Paare eh billiger sind. Und ja, dann kommen wir jetzt einfach auf die Upgrade-Paare zu. Und zwar gibt's Basakli und Chiellini und Thiago Silva und David Luiz. Ja, auf jeden Fall möchte ich, dass Thiago Silva und David Luiz gewinnen. Aus den Gründen, dass Diego Alves Chemie braucht. Und wenn sie gewinnen, dann habe ich auch mein NLW fertig. Und wenn Basakli und Chiellini gewinnen, wäre das eigentlich unmöglich für mich. Dann hätten sie zwar Chemie, aber auch nicht voller eigentlich. Und Diego Alves hätte gar keine Chemie. Aber ich habe irgendwie keine anderen Verteidiger gefunden, die beim gleichen Verein spielen. Und gleiche Nation halt. Mit der brasilianischen Nation. Und deswegen müsst ihr einfach alle für David Luiz und Thiago Silva abstimmen. Und ich hoffe, sie gewinnen, auch wenn nicht, wäre das ziemlich bitter. Denn es gibt öfters mal irgendwelche Leute, die für so, die dann für das andere abstimmen, obwohl sie genau wissen, dass es eigentlich nichts bringen würde.
Aber ja, ich würde sagen, das war's dann von mir aus und von der Aufbauphase des Davi Cups. Ich werde es wahrscheinlich mein erstes Davi Cup K.O. Phasenspiel im Achtelfinale gegen den lieben Barca Style TV bestreiten, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise nur noch bis Sonntag. Und ich dachte eigentlich, dass bis dahin auch alle fertig sind. Zumindest dachte ich, also Barca Style und ich sind eigentlich die einzigen, die jetzt fertig sind mit der Aufbauphase. Ja, deswegen spiele ich direkt gegen ihn. Er ist auch ein ziemlich starker Gegner. Hat mir auch schon FIFA Walker bzw. Walker Gaming gesagt. Er ist ja auch im Fischer Playing Cup gegen ihn im Halbfinale rausgeflogen. Ja, mal schauen, ob wir eine Chance haben. Und wenn ich wirklich gewinnen sollte, dann müsste National für mich weiterspielen. Außer es sei so, dass irgendwelche schon fertig sind mit ihrer Aufbauphase dann auch. Dann kann ich natürlich noch spielen, vorproduzieren, dann auf aus dem Urlaub auch hochladen. Einfach auf öffentlich stellen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ihr seht heute noch ein Call of Duty Black Ops 3. Ja, keine Ahnung, ich werde so ein bisschen anzocken. Ein paar Runden spielen. Was ziemlich Bock macht. Und heute ist auch der letzte Tag, an dem man spielen kann. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, Freunde, und bis zum nächsten Mal.